Über Corona reden heißt streiten, offenbar. Auch unter diesem Video werden sich Leute streiten, verbal prügeln, einfach nur, weil es ein Video über Corona ist. Fast schon unabhängig davon, was ich hier genau sage. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin's leid. Immer diese Teams, diese Lager, wir gegen die, persönliche Angriffe statt sachlicher Auseinandersetzung. Ja, Mai, willkommen im Internet. Nein, 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 nein. Es ist schlimmer als sonst. Man merkt einfach, dass wir seit einem Jahr in der Krise sind, die alle belastet. Und es ist nicht deswegen frustrierend, weil ich mir wünschte, dass wir uns alle ganz doll lieb haben und auf unseren Balkonen Kumbaya singen, sondern weil viele dieser Debatten unsere Zeit verschwenden. Zeit, die wir in lösungsorientierte Debatten stecken könnten, denn es werden oft Konflikte herbeigestritten, die so gar nicht da sind. Oft gibt es zwei Lager, zwischen denen ein tiefer Graben liegt, doch heute will ich versuchen zu zeigen, dass dieser Graben vielleicht gar nicht mal so tief ist, wie uns Diskussionen auf Twitter, in YouTube-Kommentaren oder in TV-Talkshows glauben lassen. Also lasst uns ein bisschen entspannen, holt euch einen Tee. Es folgt ein unaufgeregter, sachlicher Versöhnungsversuch. Manche Meinungen sind einfach extrem. Zum Beispiel, wenn man denkt, dass Corona nur inszeniert ist oder ähnliches. Aber ich will mich hier auf die Mehrheit konzentrieren, die die Realität dieser Krise teilt, sich aber nur nicht einig darüber ist, wie man diese Krise am besten angeht. Fangen wir mal mit dem Konflikt Gesundheit-Wirtschaft an. Darüber wird ja schon seit dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 debattiert. Kurze Side-Note: Die Wirtschaft sind natürlich wir alle. Es sind große Konzerne mit all ihren kleinen Arbeitnehmern, es sind kleine Unternehmer, es sind Selbstständige und nicht alle können sich leisten, eine Zeit lang keinen Umsatz zu machen. Wenn eine Restaurantbesitzerin ihren Laden schließen muss, dann ist das das Ende einer Existenzgrundlage. Einer Lebensgrundlage. Also wie wägt man Menschenleben gegen Lebensgrundlagen von Menschen ab? Das ist durchaus ein schwieriges Dilemma. Nur, dass wir uns in Wirklichkeit gar nicht für eins von beiden entscheiden müssen. Es ist ein falsches Dilemma. Das gemeinsame Interesse von Gesundheit und Wirtschaft. Und Bildung und Kultur und Familien und Psyche und so weiter. Lasst uns mal Folgendes versuchen. Lasst uns mit den Dingen anfangen, die wir in unserer Gesellschaft mehrheitlich ähnlich sehen und uns Schritt für Schritt dem nähern, wo die Meinungen auseinandergehen. Letztes Frühjahr, als die Bilder von Bergamo durch die Nachrichten gingen, waren wir uns in der Gesellschaft mehrheitlich einig, dass wir solche Bilder bei uns nicht sehen wollen. Dieser Konsens besteht bestimmt immer noch. Und zwar nicht nur aus gesundheitlichen Gründen. Stellen wir uns das doch einfach mal vor. Spätestens, wenn es auf den Intensivstationen eng wird. Side note, hier geht es nicht nur um Betten, auch wenn das Intensivpersonal am Limit ist. Dass nicht mehr alle Intensivpatienten ordentlich behandelt werden können, von Unfallopfern über Herzinfarkte bis eben Corona-Patienten, wird auch die Wirtschaft gelähmt. Selbst wenn Merkel und die Ministerpräsidenten dann sagen würden, wir hatten jetzt echt genug Lockdown, alles bleibt offen, genießt euer Leben, dann wären die Restaurants, Konzerthallen und Fußballstadien trotzdem ziemlich leer, weil viele Menschen einfach aus Eigenschutz zu Hause bleiben würden. Und davon abgesehen schaden Ausfälle durch Krankheit oder Tod natürlich auch der Wirtschaft. Auch wenn man Corona-Todeszahlen und Wirtschaftswachstum verschiedener Länder vergleicht, sieht man keinen Konflikt zwischen Gesundheit und Wirtschaft, sondern eher das Gegenteil. Es ist unser gemeinsames Interesse, gesundheitlich und wirtschaftlich die Kontrolle über das Virus zu behalten. Wo wir uns aber auch einig sind, Lockdowns sind Sch**. Auf Dauer schadet das nicht nur der Wirtschaft, sondern auch der Gesundheit, vor allem der psychischen Gesundheit. Es ist unser gemeinsames Interesse, wirtschaftlich und gesundheitlich Lockdowns möglichst kurz zu halten oder ganz zu vermeiden. Und wenn wir uns dann auch darauf einigen können, dass ein ständiges On-Off, also öffnen, schließen, anstrengender und frustrierender ist als eine langfristige, stabile Lage, und dass nicht nur unsere Psyche, sondern auch die Wirtschaft Planungssicherheit und Stabilität braucht, dann sind wir uns in vielen Dingen schon mal einig. Der Streit dreht sich nur noch um die Frage, wie bleiben wir in diesem gar nicht mal so großen Fenster zwischen Kontrolle über das Virus verlieren und Lockdown und das möglichst stabil bis zum Ende der Pandemie. Warum es so nicht weitergeht. Lockdowns stinken. Soweit waren wir ja schon. Natürlich wollen alle so schnell öffnen wie möglich. Die Frage ist nur, was ist möglich. Denn wenn wir jetzt die Kontrolle verlieren, in eine dritte Welle und in den dritten Lockdown reinrutschen, dann stinkt es natürlich noch viel mehr. Auch da sind wir uns bestimmt einig. Aber in dieser Diskussion, sind die Öffnungen zu schnell oder zu langsam, geht eine Sache unter. Und zwar, selbst wenn wir es schaffen würden, so schnell wie möglich zu lockern, aber nur so stark, dass wir die Kontrolle behalten und bis zum Ende der Pandemie nicht noch einmal zumachen müssen, dann klingt das zunächst ideal für die Wirtschaft,
ist es aber gar nicht automatisch. Gehen wir nochmal zurück ins Frühjahr 2020, zum ersten Lockdown. Da gab es bereits diese Studie vom Institut für Wirtschaftsforschung, IFO, und dem Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, HZI, also eine gemeinsame Studie von Wirtschaftswissenschaftlern, Infektionsforschern und Epidemiologen. Ausgehend vom 20. April, wo die ersten Lockerungen anfingen, berechneten die Forscher unterschiedliche Szenarien vom Verschärfen der Lockdown-Maßnahmen bis zur maximal möglichen Lockerung. Ich fand es spannend, da nochmal zurückzuschauen. Einerseits ist heute einiges anders als letztes Jahr. Wir stehen in vielen Dingen besser da. Unter anderem können wir inzwischen viel mehr testen und besser Kontakte verfolgen. Und wir wissen natürlich mehr über das Virus, zum Beispiel auch, dass es einen gewissen Sommereffekt gibt. Dann wiederum wird die Lage deutlich verschärft durch die britische Mutante B.1.1.7. Der R-Wert dieser Mutante liegt bei dem, was wir gerade machen, über 1. Heißt, die dritte Welle rollt im Untergrund schon an. Und man schätzt, dass sich diese Mutante im März gegenüber dem Wildtyp durchsetzen wird. Doch qualitativ ist diese Studie vom letzten Lockdown immer noch relevant. Denn die Kosten, die für die Wirtschaft entstehen, fallen U-förmig aus. Also sowohl sehr strenge als auch sehr lockere Maßnahmen haben höhere Kosten für die Wirtschaft als mittelstrenge. Die Strenge bezieht sich hier auf den R-Wert. Das eine Extrem ist ein R-Wert von 0,1. Das andere Extrem ist R gleich 1. Das heißt, man senkt die Fallzahlen nicht, sondern balanciert eben genau auf der Grenze. Aber wenn man doch hier nicht die Kontrolle verliert, warum gilt nicht einfach, je lockerer, desto besser für die Wirtschaft? Naja, kurzfristig gilt das schon. Also in den ersten Wochen bis Monaten ist alles straightforward. Also je höher der R-Wert, desto höher die Wirtschaftsleistung. Je kleiner der R-Wert, desto größer der Schlag für die Wirtschaft, aber dafür kann sie sich schneller wieder erholen und das R gleich 1 Szenario auf Dauer überholen. Und wenn wir uns dann noch klar machen, dass R gleich 0,1, also wirklich nur ein hypothetisches Szenario ist, das gar nicht zur Debatte steht, in Deutschland war der 7-Tage-R-Wert nie unter 0,6, dann ist das schlechteste Szenario für die Wirtschaft, also das teuerste, das mit der schnellstmöglichen Lockerung und das, wie gesagt, bereits unter der Annahme, dass man es schafft, bis zum Ende der Pandemie die Kontrolle zu behalten und nicht nochmal schließen muss. Wenn man das dann nochmal machen muss, ist natürlich nochmal teurer. Es ist nicht nur das teuerste Szenario, sondern auch das zermürbendste, weil man eben immer on edge balanciert und nie so richtig aufatmen kann. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, was seit Herbst bei uns los war, sehen wir, dass wir genau dieses zermürbende Szenario gelebt haben. Wir sind deshalb an einem Punkt, wo wir uns zumindest in einer Sache einig sind. So geht es nicht weiter. Mit oder ohne Corona leben. Also die No-Covid-Strategie ist ja ein großes Streitthema momentan. Ich persönlich bin nicht ganz sicher, was ich momentan von No-Covid halten soll. Letzten Sommer waren wir verdammt nah dran an diesem Ideal. Und eigentlich hätten wir im Herbst, als wieder losging, No-Covid verfolgen sollen. Hätte Fahrradkette. Es wäre verhältnismäßig easy gewesen. Wir hatten super niedrige Infektionszahlen. Wir hatten Kraft getankt über den Sommer. Aber jetzt sind alle müde und ausgelaugt und es ist natürlich viel anstrengender. Dass man darüber diskutiert, ob No-Covid wirklich die beste Strategie ist, ist nur wichtig und richtig. Was mich aber nervt, ist, dass viele der Streits über No-Covid unsere Zeit verschwenden, weil sie auf Missverständnissen beruhen. Zum Beispiel denken manche offenbar, das Ziel von No-Covid sei es, SARS-CoV-2 auszurotten. Wenn das so wäre, wäre das natürlich Quatsch. In Wirklichkeit geht es einfach nur darum, das Infektionsgeschehen lokal möglichst stark einzudämmen, um anschließend dort möglichst viele Freiheiten zu haben. Im besten Fall wird man zu einer grünen Zone, in der Menschen sämtliche Beschränkungen fallen lassen und alles wieder aufmachen können. In der Videobeschreibung habe ich euch Details zur No-Covid-Strategie verlinkt, wie auch zur Kritik und Gegenposition. Auf dieser Basis könnt und solltet ihr euch natürlich eure eigene Meinung bilden. In meinen Augen ist No-Covid deswegen sinnvoll, weil selbst wenn es nicht realistisch ist, insofern, dass man es in Europa nicht schafft, grüne Zonen einzurichten, wäre es trotzdem gut, da möglichst nah ranzukommen. Aber das ist meine Meinung, die man nicht teilen muss, die vielleicht ich auch noch ändern oder anpassen werde. Mich frustriert es, dass wir momentan nicht debattieren können, ohne uns direkt komplett zu zerfleischen, obwohl wir so viele gemeinsame Interessen haben. Ich liebe Debatten. Eigentlich. Ich bin Wissenschaftlerin. Debatte ist my love language. Aber so emotional, so hitzköpfig, so feindselig, wie momentan diskutiert wird,
Manchmal glaube ich, allein deswegen könnte No-Covid ja gar nicht funktionieren, weil die Strategie voraussetzt, dass wir alle an Bord sind. Ich meine, wir sind alle an Bord. Wir sitzen alle im selben Boot, zwangsläufig, ob wir es wollen oder nicht. Nur ist es ein Gummiboot und die Luft ist ein bisschen raus, fürchte ich. Worüber es sich lohnt zu streiten und worüber nicht. Ein Krankenpfleger auf der Intensivstation, der schon vor Corona überarbeitet war, weil Intensivstationen schon seit jeher unterbesetzt sind, wird es natürlich nicht so prickelnd finden, wenn Hendrik Streeck sagt, man müsse noch genauer erforschen, wann das Gesundheitssystem wirklich an seine Grenzen stößt, um zu schauen, wie viel Luft da tatsächlich ist. Eine alleinerziehende Mutter, die auch schon vorher kurz vor Burnout stand, jetzt aber nicht nur arbeiten, sondern auch homeschoolen muss, wird dafür eher die Krise kriegen, wenn Christian Drosten sagt, man müsse bei den Schulöffnungen sehr vorsichtig sein. Und die eine ausgebrannte Mutter wird einfach nur erleichtert sein, wenn die Schulen wieder aufmachen. Die andere ausgebrannte Mutter wird sich Sorgen machen, dass das Kind Familienmitglieder anstecken könnte und noch gestresster sein. Jemand, der einen geliebten Menschen an Covid-19 verloren hat, wird eher Angst vor Öffnungen haben. Jemand, der gerade mit einer verstärkten Depression kämpft, wird eher Angst vor einem längeren Lockdown haben. Es ist doch völlig klar, dass jeder von uns mit seiner ganz persönlichen Realität kämpft. Nicht nur, dass wir durch Twitter, durch YouTube-Kommentare, durch Fernseh-Talkshows vergessen, dass viele von uns in großen Teilen dasselbe wollen, sondern auch, dass wir das Verständnis für die Bereiche verlieren, wo unsere Meinungen ganz selbstverständlich auseinandergehen und wo es auch nicht nötig ist, dass wir uns auf eine Meinung einigen, sondern dass wir einfach einander zuhören und versuchen, uns zu verstehen. Wir müssen deswegen besser darin werden, weil wir nur gemeinsam diese Krise durchstehen können. Es geht nicht nur darum, was Politiker sagen. Es geht ganz besonders darum, wie jeder Einzelne von uns sich verhält, ohne ein gemeinsames Verständnis dafür, dass wir gemeinsam in diesem Boot sitzen, werden wir auch gemeinsam alle schlechter rauskommen, als wenn wir es schaffen, uns zusammenzuraufen. Hallo, selbst Karl Lauterbach und Hansi Flick konnten ein spannendes und konstruktives Gespräch mit gegenseitiger Wertschätzung führen. Warum können wir das nicht alle? Wobei ich nicht denke, dass man jeden Streit beilegen muss oder kann. Nein, wir müssen um die beste Lösung ringen. Wir sollten nicht weniger streiten, sondern besser, konstruktiver, lösungsorientierter und nicht unsere Zeit mit unnötigen Debatten verschwenden, Zeit, die wir brauchen, vor allem jetzt, im Wettlauf gegen die neuen Virusmutanten. Und wir wissen ja, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Und der Dritte ist nun mal dieses Virus. Warum können wir unsere Wut nicht gemeinsam gegen dieses Virus? Falls ihr das aktuelle Debattenklima auch leid seid und falls ihr findet, dass dieses Video ein bisschen geholfen hat, teilt es bitte. Und falls ihr es nicht findet, teilt es bitte nicht. Ernsthaft. Ich will nicht Teil des Problems sein, bitte. So oder so, danke, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Hier ist noch ein Video von Psychologie übers Verliebtsein. Vielleicht hilft das ja. Wir sehen uns in 2 Wochen. Bis dahin, bleibt sicher.